Leute und hallo, herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Aufnahme PVZ zusammen mit Markus. Hallo. Ja, ich spiele heute mal Graf Schnappula, den Vampir unter den Pflanzen. Und das Nektar sich schon den ersten. Gönnt er sich. Und da gönnt er sich den zweiten Kill. Ja. Eine Drohne greift mich an. Eine Drohne greift mich an. Eine Drohne greift mich an. Kann irgendjemand was gegen eine Drohne tun, bitte? Ja, ich. Dann tu was. Wo sind die? Ich sehe die nicht. Über mir. Hieß da oben. Dreck im Garten. Ja. Heal wäre auch. Dankeschön. Gut, Markus ist schon mal eine Vollblume. Der Schnapper bleibt mal hier im Garten, ist glaube ich sinnvoll. Oh fuck, ich bin schon wieder quasi tot. Ach du Scheiße. Daddy ist in unserem Team, finde ich gut. Daddy ist immer Pflanze. Ich glaube, der wechselt die ganze Zeit auf Pflanze und spielt nur Gifterbse. So, verschlinge Zombies und töte Allstars. Zwei Stück ohne zu sterben. Das sind. Also die Verschlingen-Aufgabe, 10 in einer Runde verschlingen, das wird jetzt nicht schwierig. Die Allstar-Aufgabe ist schwieriger. Zwei ohne sterben, glaube ich, das ist in der Runde mit so wenig Allstars gar nicht so einfach. Alter, natürlich, jetzt wo ich gerade Shield Break mache, dann kommt natürlich ein Crickets da um die Ecke. Ja, mein Kill. Alter, dieser Strahl jetzt oder was? Alter, ist das nervig. Ich werde nur von Drohnen gehuntet gerade, weil ich gegen die nichts machen kann. Da ist schon wieder so eine scheiß Drohne oben. Zack, ich habe den Volltreffer gegeben mit dem Schleim, aber es macht nur 10 Schaden. Das heißt, die überlebt halt einfach. Weil es so eine gute Drohne war. Aber die andere Drohne habe ich vom Himmel geschossen mit Schleim gerade. Das kann auch nicht jeder. Drohne mit Schleim jagen. Eine Feuerblume stirbt an Feuer. Jo. Logic. Klassik. Fuck the Logic. Ja. Ist genauso wie du isst einfach Sondermüll auf und dir passiert nichts, aber du stehst neben Sondermüll und kriegst Schaden. Das ist halt PVZ. Ja. Giftmüll, Inchi, Typi. Oh, oh, oh. Quasi tot. Und er schießt mich noch aus der Erde raus. Okay, ich glaube, ich muss im Garten bleiben. Wir verlieren den Garten, wenn ich da nicht drin bin. Den Spielplatz muss man sich konzentrieren, weil der ist gut zu verteidigen. Den hier verliert man eigentlich immer. Ich glaube, es passiert ganz selten, dass man hier die Zombies verlieren. Ja, weil du gehst hier vorne hin. Triffst einen und sofort kriegst du ZPG ab, weil die haben da halt die perfekte Deckung in den Garten drinnen. Kannst du halt eigentlich echt nicht verteidigen mit einem Schnapper. Oh fuck. Nein! Nein, das ist ja mein zweiter Oster gewesen. Geh jetzt und sonst konzentrieren. Den Garten müssen wir eigentlich halten. Yeah.
Ich hab den ersten Inchi gefressen, aber dann kam schon wieder die Megakanonen ums Eck und die Eisdinger und dann war es wieder vorbei. Das ist doch ein Witz. Witz ist das. Ja, wieder eine Megakanone, oder? Ne, ZPG-Raketen diesmal. Ich werde nur... Ja, okay, es war aber auch wieder ein Megakanonenschütze. Ich werde nur von der scheiß Megakanone gerade über Distanz weggeschossen. Es regt gerade ein bisschen auf, aber ich stelle mich nicht schlecht an. Bin Zweiter, nur Who's Your Daddy ist besser wie ich. Das darf er. Megakanone. Ich werde auch nur von Megakanone gekillt. Und diese Zomboss-Drohne, die fuckt gerade auch ein bisschen ab. Und mehr Kanone. Zwei sind im Tunnel drin. Einer, null. Ich hab grad zwei Leute gekillt. Was? Ich hab keinen Wichtkick überlebt, Alter. Aber bin dafür dann beim Fressen von der Person gestorben. Boah, scheiß Ausdauerung kommt der jetzt von hinten, der Wichser. Nein, wieder eine Drohne, Alter. Langer Pylon. Jedes Mal derselbe Typ, Panonia. Der hat mich, oh, der hat mich erst einmal gekillt, aber der jagt mich ja die ganze Zeit mit seiner scheiß Drohne. Es fuckt ab und jetzt hat er mich auch endlich mal getötet damit. Geh in den Garten, Alter. Boah, hätte mir einfach Maler. Nee, wenn ich getot bin, geht's nicht. Wenn ich getot bin? Es geht nicht. Alter, du kannst auch keinen aus der Meute rausnehmen, weil die laufen als Block einfach. Da laufen ein Inchi, ein Fußsoldat und ein All-Star einfach immer ein Dreier-Trupp rum. So kommt es einem zumindest vor, ey. Der Inchi will den Teleporter aufstellen, den wo du da hast. Du hast. Und ich habe schon wieder eine scheiß Drohne hinter mir. Ja, langsam fühle ich mich echt verarscht. Kann doch jetzt nicht bitte endlich mal jemand diese Drohne vom Himmel holen. Nein! Es kommt schon wieder eine brennende Cricket-Kanone. Das gibt's ja nicht. Jetzt kippen sie in den Garten ohne Teleporter. Aber ich habe 10 Leute in dieser Sitzung schon gefressen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das Who's Your Daddy, zack. Fuck, da sieht einer mit einer Megakanone. Achtung. Was war das? Farbbeutel am Brust.
Ich hatte eine 4er Killstreak, jetzt habe ich noch eine Mission, das heißt, die Runde mache ich auf jeden Fall auch wieder das Level ab, kurz vor Schluss noch, falls ich es nicht schaffe, noch zwei aus das in einem Leben zu killen. Was war das jetzt wieder? Eine Rakete, plus eine Drohne, plus ein Z4 Sturmgewehr. Aber die sind noch mehr, oder? Ja, natürlich sind die mehr. Es wundert mich nicht, dass sie das so unter Beschuss stehen. Jetzt schon wieder ein Garten, nein, echt jetzt. Okay, ich bleib lieber in meinem Garten. Es ist echt so, sobald ich den Garten verlasse, wird er einfach gecampt. Jetzt kann ich meinen Teleporter verteidigen gehen. Dann verlieren wir sofort. Da ist schon wieder eine Drohne, Alter. Ich sehe schon wieder, komm, ich werde gleich von der Drohne gekillt. Und da hinten campt einfach ein Tarnranger, ich wollte es gerade sagen. Das war der da, ne? Kommt natürlich wieder Megafon und ich fresse wieder eine Millisekunde zu langsam, als dass ich überlebt hätte. Mann, come on. Ich will das hier nicht verlieren. Ey, der killt mich jetzt nicht noch, oder? Natürlich killt er mich noch mit seinem Wichtkick. Aber ich habe ihn öfter gekillt wie er mich. Aber den scheine ich die ganze Zeit mit dem zu kämpfen, weil ich habe eine 3-4 mit dem. Diese scheiß Camper da oben. Kommt aus dem Spawn raus und ist schon fast tot. Nein. Schon wieder technische Raketen, das gibt's ja nicht. Oh Mann, ich werde schon wieder von dem fiesen Strahl angegriffen. Tarnranger, der noch am anderen Garten drüben steht. Natürlich! Fick dich! Da geht wieder einer auf den Garten. Da steht er immer noch darum, weißt du? Der Wichser, ey. Scheiß Tarnranger da. Ja, der Tarnranger, sag ich doch, der steht noch immer beim anderen Garten rum. So Leute, und da war wieder der altbekannte PVZ-Aufnahmenruckler. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Es ist auch jedes Mal nur bei PVZ so. Könnt die Drohne mich jetzt endlich in Ruhe lassen? Das fuckt mich gerade so ab, dass ich die ganze Zeit von der Drohne gehandelt werde und nichts gegen sie tun kann. Schon wieder die Drohne. Gewinnen wir das jetzt? Ich denke schon. Gut, dann mache ich meine Mission jetzt hier, weil ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Zack.
Dann machen wir hier noch unser Schnapper-Level ab. Schnapper Level 16, somit bin ich jetzt Level 116. Demnächst kommt eine Folge, wo ich ziemlich viele Level upgraden werde. Und da haben wir es gewonnen. Oh Mann. War auf jeden Fall eine gute Runde. 21.000 Münzen gemacht. Ja, wir haben Level ab, ansonsten wären es 11.000 gewesen. Ist aber auch gut bei so wenig Gärten. Kann man nichts sagen. Ich würde sagen, wir öffnen auf jeden Fall jetzt auch zum Abschluss ein Glitzerpäckchen. So, Dalle, was haben wir denn da? Diamantener Lattenzaun, ein bisschen Klemmrock, Silbergummihandschuh, Silber 2000 Brille und silberne Backerschaufel. Wobei dieser Gartenzaun sieht schon geil aus in Diamant, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge PVZ oder was auch immer. Zusammen mit Markus oder ohne Markus. Und bis dahin, Servus und Ciao. Tschüss.